Okay, ich würde ganz gerne meinen Urlaub bestätigen, beziehungsweise die Buchung abschließen. Alles klar, wunderbar, besten Dank. Tschüss. Urlaub läuft. Ja, Mann. Oh, was geht YouTube? Ein busy Tag heute, ein absoluter busy Tag, aber jetzt ist erstmal Abend und ich werde erstmal was essen. Ich muss noch Videos aufnehmen wie die Pest, das ist richtig widerlich. Jetzt haben wir hier blaues Licht und daneben gelbes Licht. Das geht nicht, deswegen drehen wir uns einmal um. Heute war ein schöner Tag, denn ich habe Urlaub gebucht. Wer mir auf Instagram folgt, Link ist natürlich in der Videobeschreibung, der weiß das schon. Wo es hingeht, werdet ihr sehen. Ihr werdet nämlich auf diesem Urlaub natürlich mitgenommen. Würden die letzte sein, die ich dieses Jahr mache. Bereits zwei sind gebucht, einer ist geplant und ich gehe auch noch im Sommer nach England. Und von daher, es wird auf jeden Fall international hier auf dem Kanal werden. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird, aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wie mein Essen schmecken wird, weil ich habe mega Hunger. Los geht's. Der ist halt auch einfach nur geil. Ja. Wenn ich das schon sehe, ne? Atmen. Ich gucke White Collar, ich spiele FIFA, nehme nebenbei auf und es ist bereits wieder 23.06 Uhr. Manchmal ist es echt hart, YouTuber zu sein und vorzuproduzieren. Manjana, manjana, nächster Morgen angebrochen, weil es gestern schon so spät war, habe ich da nichts mehr gefilmt. Jetzt geht es für mich wieder mal auf in die Schule und heute Nachmittag wird dann wieder vorproduziert. Heute Abend ist Training und es geht heute Abend auch trainieren mit Jascha. Das heißt, da werde ich die Cam auch mal wieder mitnehmen. Wir machen wieder Leg Day. Ich werde also wieder getötet. Ich weiß übrigens echt nicht, warum ich morgens immer so rot bin. Es muss irgendwie an der Dusche liegen oder an der Jacke. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Ohne Scheiß, das ist der geilste Remix von Faded bzw. von Heathens, den es überhaupt gibt. Der ist so geil von DJ Pyromania. Ich werde den auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung packen, den Remix. Der macht richtig geile Musik, der Kollege. Absolut Hammer, gefällt mir mega und ich freue mich gleich auf Don't Let Me Down und Ride, zwei meiner Lieblingslieder. Hat er auch gemashupt. Richtig herrlich. Momentan ist gerade hier, was wollte ich denn erzählen? Das wollte ich erzählen? Ich weiß nicht, was ich noch ansprechen wollte. Ach ja, Laptop. Ey, Freunde, das werdet ihr auch im Real Madrid Video, werde ich das ansprechen im Karrieremodus. Was mir passiert ist, ne? Heute Morgen, jetzt kommt Real Life Story hier. Heute Morgen, ich fahre zur Schule, ganz normal steige in der Schule aus. Ja, wahrscheinlich in der Schule ausgestiegen, oder? Komme in der Schule an, pack meinen Laptop aus und merke, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie klebt der. Gucke in meinen Rucksack, da lag eine Banane drin. Die hat da nicht hingehört und der Laptop hat die zerquetscht. So, was passiert mit der zerquetschten Banane? Richte die Schale platt auf und die quillt raus. So, was passiert, wenn der Laptop da ohne Schutzfolie drauf ist? Nicht so gut. Also mein USB-Port Nummer 1, mein USB-Port Nummer 2 und mein HDMI-Port haben sich mit dieser Banane gepaart und gekreuzt. Das sah erstens widerlich aus und war zweitens auch recht unpraktisch, weil die natürlich erstmal, nachdem ich sie gesäubert habe, nicht funktioniert haben. Hat dann da ungefähr 20 Minuten gedauert, in denen ich vor der Klasse stand, während meine Lehrerin schon daneben stand und sich auch ein bisschen lustig gemacht hat darüber, bis das Ganze wieder funktioniert hat. Absolut beschissen, aber es geht jetzt Gott sei Dank wieder, das wäre sonst richtig bitter. Überlegt mal, Laptop von Banane kaputt gemacht. Nee. Aber ein toller Videotitel auf jeden Fall. So, ich höre mir jetzt einmal dieses Video zu Ende an. Wie gesagt, solltet ihr auf jeden Fall auschecken. Und DJ Pyromania abonniert ja sogar weniger Subs als ich und Freunde. Das geht ja wohl nicht. Und ich gehe heute Abend noch zum Fußballtraining und zum Jascha-Training, was Leg Day heißt. Freunde, letztes Mal waren meine Beine, die hier, die waren tot. Tot eine Woche. Ich bin gespannt, wie es diesmal wird. So, endlich geht's weiter. Die Tasche ist schon gepackt für morgen, weil morgen geht's für mich erstmal ganz, ganz weit weg für das Wochenende. Und hier ist meine Tasche für Fußball bzw. danach fürs Training mit Jascha. Wie bereits angekündigt, Leg Day. Ich bin gespannt, wie lange ich da nochmal wieder nicht gehen werden kann, aber oder gehen können werde. Gehen können werde? Ja, gehen können werde. Aber es wird bestimmt richtig, richtig gut. Am Wochenende weiß ich übrigens nicht, wie viel ihr sehen werdet, aber ich denke mal, ich werde schon vloggen. Und jetzt düse ich aber erstmal los.
und organisiere meinen dritten Urlaub. Urlaubsplanung läuft jetzt ab zum Training, zumindest zum ersten, zum Fußball. Richtig Bock, Tasche steht schon neben mir, könnt ihr natürlich nicht sehen. Hammer, ja. Ich zeige euch von sowas ja immer nicht, ne? Aber trotzdem, läuft. Von meinem Training schon relativ fertig, jetzt zum anderen Training im Hintergrund haben wir schon Elan. Jascha, hey, vámonos. Lives in the living house shiners. Flip-flop kids with the hookers and binders. Backstreet peeps and the D-boys like us. That's a cool group and we're a sweet team. And if you really like us, you should join the street team. All you gotta do is send me an email with a pretty drawn picture of a naked female. And you're in. Cause I'm alive till I die. Hands in the sky cause I'm just so high. Drink beers, why? Cause I'm alive till I die. Life's too long, give the kids a couple years. Good, I'll Tupac your hood with thug life on my belly cause I signed with Suge. Not really, but my feeling is I probably could cause I could serve Snoop and rapping in it. Ist hier so schön leer. Was mit dem Dulli da? Jascha? Wink mal wie ein Dulli. Was ist deine heutige Tagesstimmung? Was? Man hätte auch eine männliche Stimme erwarten können eigentlich. Möchtest du dazu dich noch äußern? Perfekt, dein Gesicht, ist, dein Gesicht ja. ist genau unterm Becher. Perfekt. Ja. Geil. Becherkopf. Warum bist du so rot? Ich bin immer so rot auf dieser scheiß Kamera. Nee, du bist auch so rot. I cry all the time. Wir machen übrigens gerade hier, ne? Stellen. Genau. Boots. Boots. Boots, scheißegal. Boots. Läuft. Macht Spaß, man, macht Spaß. Komm, wie liebst du mich doch mal zu läuft? Manche Menschen haben Privilegien, mein Bester. Richtig gut. Deswegen hattest du auch ein paar Wochen nicht. Die hatte ich wirklich ein paar Wochen nicht. So, wir sehen uns gleich. Ja. Juhu! Mein einsamer Burger. Und Jaschas Buffet. Absolut geil. Richtiger Cheat, ey. Und der will Fitness machen. Ich glaube, es hat zwei Loadouts. Hammer. So, Freunde, das ist wie gesagt die Tasche, mit der ich morgen wegfahre. Die ist bis zum Zerbersten voll. Da geht nichts mehr rein. Und die wiegt jetzt schon. Oh, eine ganz schöne Menge. Das ist übrigens hier Calvin Klein, ne? CK1. Puffer, nicht, dass hier irgendwelche falschen Gedanken kommen. Ich muss ins Bett. Aber das Ding ist, da müssen auf jeden Fall noch Zugtickets rein. Und eigentlich auch was zu essen und trinken. Das wird aber nichts. Naja. So, mittlerweile haben wir schon den nächsten Tag. Ich beende den Vlog jetzt mal hier wieder in der Schule. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Wir waren gestern halt noch länger bei Burger King, haben noch geschnackt, haben noch gegessen. Und Leute, es tut so gut, wenn man, ich habe Jascha schon länger nicht mehr gesehen gehabt, es tut so gut, wenn man sich mal wieder mit einem Kumpel trifft, den man länger nicht gesehen hat, weil den man länger auch nicht geschrieben hat, weil einfach die Zeit nicht gepasst hat. Richtig, richtig gut. Und ja, für mich geht es jetzt gleich los. Ich fahre jetzt gleich nach Mannheim, alter Schwede. 16 Uhr fährt mein Zug, es ist jetzt 14.40 Uhr, glaube ich, ja. Und ja, dann bin ich irgendwann um 20.30 Uhr da und ich werde ein richtig cooles Wochenende haben. Das gibt es dann im nächsten Video, wie gesagt, zu sehen. Also ich weiß nicht, wie viel ich filme, aber ja. Ist noch irgendwas passiert? Ach ja, Subotic wechselt zu Köln. Sehr, sehr interessante Geschichte. Hat Köln sich einen guten Innenverteidiger geangelt. Caligiuri wechselt zu Schalke von Wolfsburg. Den Move verstehe ich nicht ganz, aber wahrscheinlich einfach die rechte Bahn ein bisschen stärken, weil Caicedo und Sam ja jetzt weg sind, auch wenn Sam keine Rolle gespielt hat. Ja, aber ansonsten gibt es nicht großartig was. Doch, warte mal, irgendein teurer Transfer gab es noch. Irgendwas, ach ja, genau. PSG hat sich Gonzalo Guedes geholt von Benfica Lissabon. Richtig guter Transfer, finde ich richtig krass. Mal sehen, wie der Jesse Konkurrenz macht, beziehungsweise was Jesse allgemein so macht, weil der ist ja irgendwie auch bei PSG nicht durchgestartet. Ich hoffe, der geht zu einem kleineren Verein. So wie Ramos. Also Adrian, der ist nämlich zu Granada gegangen. Ihr merkt schon, ich kriege alle Transfers mit und ich finde auch alle irgendwie recht geil. Es gibt auch keinen Transfer, wo ich so sage, der hätte nicht sein müssen. Von daher, ja, hoffentlich geht Costa nicht nach China. Und ich bin gespannt, was mit hier passiert. Aber das sehen wir in den nächsten Tagen und nach dem Wochenende. Ich verabschiede mich auch noch in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert diesen Kanal kostenlos. Checkt Links in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.